Drei. Jetzt sind wir soweit, dass wir heute den Spatenstich haben, dass das Projekt losgehen kann. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem Gemeinderat, auch für die letzten 6 Jahre, wo wir im Workshop, im moderierten Workshop und dann in vielen Sitzungen uns dem Projekt weiter genähert haben. Wir haben viele Entscheidungen getroffen und glaube ich jetzt am Schluss ein sehr, sehr gutes Projekt auf die Beine gestellt, das wir jetzt umsetzen können. Eine schönere Mitte eines Dorfes, einer Gemeinde gibt es ja fast nicht, wie zentral für die Bürger da zu sein, einfach schon mal platziert zu sein, kurze Wege für den Bürger anbieten zu können. Ja. Und in diesem Sinne, Glück auf dieser Baustelle, Glück auf Berlin. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen zu diesem freudigen Tag für die Gemeinde Gilching, zur Grundsteinlegung für unser neues Rathaus. Was ist drin in dieser Zeitkapsel? Das wurde heute schon dort reingebracht, damit es auch wasserdicht verschlossen ist und die nächsten Jahrtausende übersteht. Der Gemeinderatsbeschluss vom 19. November 2013, mit dem dieses Bauwerk und die Kosten dafür genehmigt wurden. Die Baugenehmigung des Landratsamtes Starnberg
vom 18. Juni diesen Jahres. Die Baupläne, die aktuellen Baupläne. Die 8-Euro-Münzen im Wert von 1 Cent bis zu 2 Euro, die jetzt üblich sind. Die Süddeutsche Zeitung und der Münchner Merkur mit ihren heutigen Ausgaben. Und die Urkunde zur Grundsteinlegung. Joachim Gauck ist Bundespräsident. Dr. Angela Merkel ist Bundeskanzlerin. Horst Seehofer ist Ministerpräsident des Freistaates Bayern. Karl Roth ist Landrat des Kreises Starnberg. Und Manfred Walter, erster Bürgermeister der Gemeinde Gilchen. Bauherr ist die Gemeinde Gilchen. Möge das Bauwerk gelingen. Thank you.
erstaunlich steht das Bauwerk da. So frei und leicht und ungezwungen, je besser ich es nirgends sah. Ein solches Werk kann nur geschehen, wenn jeder Bar an seiner Stelle und alle fest zusammenstehen. Der Meister, Lehrling und Geselle. Und allen lohnt nach Herrenwerken und alten Brauch das Richtfest folgt, wo sie mit Speis und Trank sich stärken, die Maurer und die Zimmerleute. Das erste Glas der Bauerntag. Hoch soll sie leben! Hoch! 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 Hoch soll sie leben! Hoch! 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 Und noch ein Lob uns Handwerksleuten. Durch ihre Kraft der Bau entstand. Das dritte Glas den Handwerksleuten. Hoch soll sie leben! Hoch! Glück und Segen der Bauernschaft auf allen Wegen. Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen heute zum Richtfest hier für unseren Rathausneubau in Gilching. Ein herzliches Grüß Gott auch an die Planer, die Architekten, die da sind, Projektsteuerer, Bauleitung. Herzlich willkommen auch an Sie. Ich muss sagen, wir haben bisher eine Baustelle gehabt, die in einem atemberaubenden Tempo, in einer unglaublichen Sauberkeit und Genauigkeit hier diesen Rathausneubau hochgezogen hat. Für einen stellvertretenden Landrat gibt es das nicht oft, dass ein Rathausneubau praktisch ein Heber eingefeiert wird von einem Rathausneubau. Das ist bei uns im Landkreis sehr, sehr selten. In meiner Amtsperiode wahrscheinlich einzigartig. Ich wünsche Ihnen weiterhin eine gute Hand bei der Arbeit und alles Gute für den weiteren Baufortschritt und später mal viel Spaß natürlich.
Gott, heute ist der 2.11.2015. Was ihr hier gerade links seht, das ist der Sascha von der Firma Schneider. Der baut jetzt gerade Regenwasserrohre ein. Haben wir hier die Fassade. Die ist auch schon ziemlich weit. Im Oberteil sind wir fast durch. Es fehlt noch die Jalousie. Und unterdurch, wenn wir dann die ganze Abdichtung haben, entlang der Fassade am Sockel, werden dann die restliche Platte eingebaut. Und dann kann man sagen, Ende November sind wir hier auf dem Platz schon ziemlich fertig. Thank you.
Danke.
Herr Professor Horst Teppert, Sie sind der leitende Architekt und waren mit der Planung, Erstellung und Ausführung des neuen Bürger- und Rathauses beauftragt worden. Wie sind aus Ihrer Sicht die Arbeiten verlaufen? Ja, der Planungsprozess für das neue Rat- und Bürgerhaus begann Ende Januar 2013. Aufgrund der intensiven Arbeit aller Planungsbeteiligten konnte dann im Mai, Juni 2014 mit den Arbeiten begonnen werden. Mit den Bauleistungen der ausführenden Firmen bin ich durchwegs zufrieden. Es gab nur sehr wenige Firmen, an der Zahl drei nur, die mehr oder weniger mangelhaft gearbeitet haben an diesem Bau. Wurde der Bauzeitplan eingehalten? Der Bauzeitplan wurde sogar sehr gut eingehalten. Lediglich die nimmer endenden Diskussionen der Sitzungssaalstühle der Gemeinderäte haben leider zu einer Verschiebung der Lieferung der Möbel um etwa 4 Monate geführt. Wie viele Personen waren denn zu Spitzenzeiten auf der Baustelle beschäftigt? Es waren circa zwischen 55 und 60 Personen auf der Baustelle beschäftigt. Eben nämlich dann, wie begonnen wurde mit den Ausbauarbeiten, da wurden ja sehr viele Gewerke zur gleichen Zeit erstellt und deswegen auch die hohe Zahl von ca. 60 Personen. Zu den eingesetzten Baustoffen und Materialien, können Sie uns hierzu eine kurze Information geben? Ja, gerne. Wir haben versucht, hier möglichst natürliche Materialien und handwerkliche Konstruktionen an diesem Bau zu verwenden. Handwerkliche Konstruktionen und natürliche Materialien haben die Eigenart, sie nicht in den Vordergrund zu drängen und schaffen somit einen besseren Bezug zwischen den Nutzern und dem Gebäude. Wie zufrieden waren Sie denn mit den ausführenden Fachfirmen? Wir waren mit den ausführenden Fachplanern sehr zufrieden. Angefangen von Elektro, Sanitär, Heizung, Lüftung, auch die Energieplanung des Bauphysikers und auch der Tragwerksplanung sowie die Dinge des Landschaftsplaners waren sehr gut in der Zusammenarbeit. Leider haben wir natürlich einige Kleinigkeiten und Firmen gehabt, die bedauerlicherweise die Termine nicht gehalten haben, wiederholt. Gab es besondere Vorkommnisse auf dem Bau? Nein, es gab keine besonderen Vorkommnisse, lediglich aufgrund von Witterungsbedingungen wurden hin und wieder mal Arbeiten unterbrochen. Bei Frosteinwirkungen, Dachdeckarbeiten, Fassadenbauarbeiten, die konnten bei schlechtem Wetter einfach nicht ausgeführt werden. Sonst lief alles problemlos. Kein Unfall, kein besonderer Vorfall. Zum Thema Energieeinsparung für das neue Bürger- und Rathaus. Haben Sie da ein paar Daten und Fakten für uns? Ja, haben wir. Dieses Gebäude wurde als Null-Energiehaus geplant. Das heißt, dass der Jahresheizwärmebedarf bei 0 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr höchstens sein darf. Das bedeutet natürlich, dass wir grundsätzlich so viel Energie aufwenden müssen, wie wir hier verbrauchen. Diese Energie gewinnen wir durch die Photovoltaikanlage auf den Dächern des Verwaltungstraktes und auch des Veranstaltungstraktes. Und somit kommen wir mit zusätzlich einer Wärmepumpe. Wir gewinnen ja das Wasser am Starnberger Kreisel vorne. Das wird hierher gepumpt und dann wird die Wärme entzogen. Und somit schaffen wir dieses Null-Energiehaus auch weitgehend komplett. Letztendlich ist das ganze Gebäude so geworden, wie Sie es sich vorgestellt haben? Wir haben uns zu Beginn der Planung Zielsetzungen gemacht, Entwurfsziele gesetzt. Und da war eines der wesentlichen Ziele, dass dieses Gebäude als selbstbewusstes Gebäude in der Mitte drin sitzt, in der Ortsmitte, dass es sich mit dem Volumen und mit der Baumasse nicht so sehr in den Vordergrund drängt. Darum haben wir auch etliche Einschnitte in den Körper gemacht. Und wir haben dann auch versucht, dass sich das Gebäude so in der Mitte durch seine Außenhülle, durch seine Farben, durch seine Bekleidungen so selbstsicher hineinsetzt, dass es prägend für die neue Ortsmitte ist. Auch die Verflechtung mit den Freiräumen, mit dem Park, mit dem Rathausplatz, glaube ich, sagen zu können, wir haben diese Entwurfsziele weitgehend erreicht. Es ist auch ein sehr, sehr schönes Gebäude geworden. Danke. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Teppert. Danke auch. Einige Fragen an den ersten Bürgermeister der Gemeinde Gilching, Herrn Manfred Walter. Herr Walter, man hat ja schon vor 30 Jahren darüber nachgedacht, ein neues Bürger- und Rathaus zu bauen. Vor 2 Jahren unter Ihrer Leitung wurde dann endlich damit begonnen und das Rathaus Bürgerhaus wurde im August 2016 fertiggestellt. Ein großes, modernes Gebäude. Wie gefällt es Ihnen? Wie gefällt es Ihren Mitarbeitern? Und was sagen die Bürger dazu? Also mir persönlich gefällt das Rathaus außerordentlich gut. Eine sehr ansprechende Architektur, eine sehr moderne Architektur. Es fügt sich städtebaulich ideal hier in Gilching ein. Es ist jetzt die Vollendung, Marktplatz, Rathausplatz, verbunden durch die Fußgängerzone, geschaffen worden. Den Mitarbeitern gefällt es auch sehr gut.
Sie sind ja jetzt von diesem alten Rathaus hier in diesen Neubau gezogen, haben hier ganz neue Möglichkeiten für Ihre Arbeitsplätze vorgefunden. Und auch die Bürger haben natürlich mehr Servicequalität, ansprechende Wartezonen, ansprechende Servicebereiche, die Sie hier vorfinden können. Rundum ein sehr gelungenes Projekt. Wunderschön. Der finanzielle Rahmen, wurde der eingehalten? Ja, wir konnten den finanziellen Rahmen sogar leicht unterschreiten. Das Budget für diesen Rathausneubau lag bei 17,5 Millionen Euro. Und mit 17 Millionen Euro konnten wir dieses Rathaus bauen. Schön. Für die Zukunft. Bildchen wächst ständig. Viel Zuzug, neue Bürger. Reichen die Kapazitäten des Rathauses, des Bürgerhauses aus? Wir haben noch Erweiterungsmöglichkeiten. Zum einen haben wir einige Doppelzimmer momentan nur einzeln besetzt. Zum anderen haben wir auf dem Dach noch Kapazitäten, die man erweitern kann für die Zukunft. Es wurde statisch schon vorbereitet. Ja, sehr schön. Was wünschen Sie sich für die Zukunft in Bezug auf die Gemeinde, aufs Rathaus und auf Ihre Bürger? Ich wünsche mir, dass sich Gilching weiterhin so positiv wie in den vergangenen Jahren entwickelt. Ich wünsche mir, dass die Bürger, die zu uns kommen, sich hier wohlfühlen und dass alle, die ortseingesessenen Bürger, die Neubürger, zusammenwachsen und eine harmonische Gemeinschaft entsteht. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke Ihnen.